So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy und wir sind als Professor Black unter dieser Schule da. Professor, Black. Auf ein Wort? Ja, bitte. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn. Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Das wäre unklug. Ich würde meinen, Sie hätten etwas Besseres zu tun. Wo ist denn nur mein Elf? Guten Tag, Professor. Und ich habe Scrob in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. So, wir gehen aber auch ein bisschen straight auf die 100. Folge, 100. Folge zu. Schulleiter verdient. Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. So, wir sollen das Passwort von Scrope kriegen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo wir da hin müssen. Lass mich raten, ich darf natürlich jetzt nicht porten. Aber wir können uns ja... Ja, warte mal, wir können ja doch da hoch. So. Ja, wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen dran am Vorbereiten wegen meinem Urlaub. Jetzt ab Freitag geht's ja in Urlaub. Heute ist Sonntag, Montag, heute ist Dienstag. 3 Tage noch. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann traue. Professor, ich muss Sie wirklich sprechen. Nee, aber nicht jetzt. Oh, ich labere mich da nicht zu. Professor Weasley. Schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fink. Ach so, ja. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Da ist nichts dran. Des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. So. Wunderbare Arbeit. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Wo ist der? Zufrieden mit Scrope. Ach, da unten. Als sein Hauself. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh. Aber der Meister ließ Grob schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja. Natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher?
Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut, toujours pur. Da wäre noch etwas, Scrope. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Welche Überraschung, Meister. Was soll Scrope mit diesem Schatz, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrope. Behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Oh. So. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Ja, wir müssen ja in die Richtung. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Rick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Toujours pur. So, Auftrag abgeschlossen, das Vielsaft komplett. Passt der Pet? So, haben wir noch einen weiteren neuen Auftrag, den wir jetzt mal machen müssen noch. Noch gar nichts momentan, aber ich glaube, da kommt doch was. Gut. Ich vermute, dass wir jetzt mit keinem auch noch was sagen müssen, bis der nächste Auftrag kommt. Aber bis dahin beende ich die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Betreut das Büro der Schüler, das machen wir natürlich, aber erst morgen. Bis dann, tschüss. Ja, die 7,5 Minuten waren ein bisschen kurz. Ich mache noch einen kleinen Moment. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ja, aber jetzt geht's weiter. Ja, da ist mein Spiel doch abgegangen, weil die Internetverbindung weg ist. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir Probleme haben. Dass wir Probleme haben im Internet, weil momentan ein Unwetter über die Stadt zieht. Und deswegen kann das passieren, dass mein Spiel auf das weggeht. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen stabiler habe. Das ist jetzt alles durch. Also es blitzt nicht mehr so, dass das Gewitter und alles drum und dran. Ich bin genau im Gewitter nach Hause gekommen. Und deswegen, ja, geht es jetzt quasi erstmal so ein bisschen weiter. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich das soweit jetzt alles ein bisschen im Griff habe. Wir machen eh nicht mehr viel. Wir werden uns jetzt gleich ins Büro portieren. Dann mache ich Safe Feierabend und dann werden wir in der nächsten Folge dann weitermachen. Wie gesagt, die Folgen sind relativ kurz, ja, ich weiß. Liegt aber, wie gesagt, auch daran, dass ich, wie ich auch schon etwas erzählt habe, den nächsten Urlaub fliege, also sprich am Freitag, und hoffe, dass ich bis dahin ein bisschen Material vorbereitet bekomme. Wie gesagt, FIFA ist durch, die Fasmin ist durch und jetzt geht's weiter mit Hogwarts Legacy und dann geht's am Montag wieder mit Assassin's Creed weiter. So, okay. Betritt das Büro. Der Schulleiter. Ach, guck mal, wir haben noch was zum Drillen. Wir haben noch was zum Rechnen. Könnte das jetzt irgendwie ja. Ah, hier. Ja, hier ist die 1. Und da ist die 2. Alles klar, machen wir das so schnell. Komm, das machen wir noch fix auf jeden Fall. Genau, der Ziegenkopf ist 0, 1, 2. 15, 2 sind 17. 3, 4, 5, 6. Bei der 1 muss also das Chamäleon rauskommen. So, das haben wir schon mal hin, weil das Chamäleon ist ja die 6. Es fängt ja bei 0 unten an. Dann haben wir das komische Gebilde, ist da unten die 9. 9 plus 8, 7, 6, 5, 4, 3 sind 12. Also muss das Ding die 7 sein. 9, 8, 7 ist das komische Alien.
Das Ding hier? Ja, ne? Ja. Ein weiterer Gegenstand für die... Gut. Noch ein kleines Rätsel gelöst. Ich dachte mir schon, was ähnliches, dass hier auf jeden Fall nochmal irgendwas ist. Ich sage ja immer, einfach weiter, ich bin noch nicht so. Hier bist du. Die Trollrüstung. Nummer 56. Und hier ist eine weitere Halbbusseite. Der Trophäenraum. Hogwarts-Preis für Kräuterkunde. Mirabelle Garlic. Hufflepuff im 7. Jahr. Ist das nicht die Lehrerin? Ich wollte gerade sagen, die ist relativ jung. Ne, die ist tatsächlich dann tatsächlich noch Schülerin. Wenn ich das zumindest richtig verstehe. Ist noch eine Trophäe? Allerdings. Hier. Und das ist noch eine, oder? Wow. Der Feuerkelch. Rebellion. Da ist die Handbuchseite. What? Rebellion. Und die Hauserfrüstung. Okay, jetzt haben wir also alle. Ich möchte mir noch mal kurz den Feuerkelch angucken. Das hier, ne? Das ist der Haus. Das könnte ja der Feuerkelch sein, oder? Warte mal. Krass. Krasse Nummer. Na gut. So, dann würde ich sagen, machen wir trotzdem jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann betreten wir das Büro des Schulleiters.